Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Ich bin immer noch der Swobo und ich bin immer noch unterwegs hier nach Hause aus dem Allgäu zurück ins Münsterland. Bin jetzt am Campingplatz Bella Augusta in Augsburg gestartet. Liegt ja direkt an der Autobahn und das hat jetzt nicht zum Schlaffrieden, hier ist was gesagt, beigetragen. Es gibt ja von Apple die Airpods, die die ganzen Außengeräusche wegfiltern, die habe ich aber nicht. Das ist vielleicht was hier, ne? Hashtag liebe Frau, irgendwann ist Weihnachten. So. Und ja, 7 Uhr, ich bin schon wieder unterwegs. Die Autobahn hat mich halt relativ früh geweckt, so Viertel nach 5 war ich wach, habe das in Ruhe alles schön eingepackt, es hat ja nicht geregnet, es ist trocken. Das Zelt ist sogar von außen trocken geblieben. Kein Kondenswasser von außen, von innen ist ja klar. Tippitoppi, kann ich nicht meckern. Und ich radel jetzt hier entlang am Lech und suche mir eine kleine Ecke, wo ich ein bisschen frühstücken kann. Ich habe noch meinen Salat von gestern über. Das ist dann der Vorteil, wenn man mit großem Hunger einkaufen geht und zu viel kauft, dann hat man am nächsten Tag noch was, ne? Also ich suche mir jetzt eine kleine schöne Ecke hier und dann gibt es erstmal Frühstück. Richtig schöner blauer Himmel, nur ein paar Schäfchenwolken. Allerdings ist es auch deutlich kühler geworden. Schau mal eben hier auf mein Navi, das misst ja eigentlich auch die Temperatur. Nur heute Morgen nicht. Ich habe irgendwas verstellt. Und wieder so eine schöne Kirche. Hat doch irgendwie was von 1001 Nacht, ne? Diese Kirchturmspitzen. Mozartweg. Biberach. Das finde ich jetzt hier auch total spannend und sehenswert. Wie kommt so eine Hochspannungsleitung eigentlich auf den Mast? Beziehungsweise die ziehen die gerade runter. Und Donauwörth noch 15 Kilometer. Ich habe fast die Abbiegung hier vergessen. Guck mal, Klosterholzen. Das war wohl das, was man gerade aus der Ferne sehen konnte. Guten Tag. Herzlich willkommen im Naturpark Augsburg westliche Wälder. Ja, vielen Dank für die freundliche Begrüßung. Allmannshofen. Und hier in Allmannshofen halte ich mal ein bisschen Ausschau für eine Bäckerei. So nur ein Salat ist ja kein ganzes Frühstück, ne? Und so einen Kaffee hatte ich noch gar nicht. Und wir haben es jetzt schon, später haben wir es 10:15. Bäckerei. Doch die gibt's hier schon. So ist das nicht. Bin ich dran vorbeigefahren. Ja, auch nicht schlecht, ne? fahren wir halt in den nächsten Ort, Mertingen. Auch interessant, jetzt zum 30. Geburtstag, zum runden Geburtstag gibt es hier einen eigenen Maibaum mit Bierkisten, wahrscheinlich den Hobbys, den Interessen. Das finde ich ja ganz nett, dass man hier so in die freie Natur eine Infotafel hingebaut hat. Aber ich genieße lieber den Blick hier runter ins Tal. Fast wolkenfreier Himmel. Ich habe jetzt gerade mein zweites Frühstück bekommen und zwar hatte ich eine Leberkäsewäggle und ich war so verdattert, wie es dazu gekommen ist und darum habe ich das gar nicht fotografiert. Und dann bin ich zum Bäcker gegangen, ganz siegessicher, weil belegte Brötchen kriegen wir beim Bäcker. Also ich zum Bäcker rein, wie sieht es aus, belegte Brötchen? Nee, da müsste ich mal rübergehen, nebenan zum Metzger. Beim Metzger gibt es belegte Brötchen. Ich so, ja schon, hä? Okay. Schickt die Frau vom Bäcker mich zum Brötchen kaufen, zum Metzger, alles gut. Ich halt zum Metzger, dann Leberkäsewäggle bekommen, wollte aber auch einen Coffee to go haben. Und die haben mich dann wieder zurückgeschickt zum Bäcker, den gab es beim Bäcker. Und da war ich halt so ein bisschen verdattert, habe ich gar nicht fotografiert. Aber ganz lustig. Asbach-Bäumenheim, Kreis Donau-Ries. Ich bin jetzt ja auch schon einige Kilometer, gut 200 hier mit meiner Taschenkonstruktion vorne unterwegs, hier mit dem umgebauten Frontgepäckträger von Topeak. Und das ist alles gut, ne? Kletterriemen halten auch noch. Ich habe sonst Kabelbinder mit, wenn das gar nicht funktionieren würde. Aber so. Kilometer 50. Herzlich willkommen in Donauwörth und herzlich willkommen an der Donau. Das ist für mich jetzt auch Premiere. An der Donau war ich noch nie. Und der erste Blick hier direkt von der Donaubrücke aus, doch schon total vielversprechend. Ja, das war dann die kleine Stadtbesichtigung hier, Donauwörth. Jetzt geht es weiter Richtung Nördlingen. Donauwörth, Wörnitzstein. Ich gucke mal. Ganz andere Aussichten, ne? Die Umleitung. Die kleine Kapelle auf dem Felsen und der Sprobo, der sich hier abrackert. Ja, E-Bike, ich weiß, aber maximal Tonunterstützung, Akku sparen. Man weiß ja nie, was noch kommt, ne? Und wenn mehr solche Umleitungen kommen. Jetzt sieht man mal auch, was ich gerade raufgetrampelt habe. Eigentlich fahre ich ja da unten am Wasser lang. Und ich bereue gerade auch gar nicht, dass ich vor einer Woche noch mal die Scheiben auf den Scheibenbremsen gewechselt habe. Die Bremsscheiben. War vielleicht nicht die schlechteste Idee. Ich habe mich jetzt mal absichtlich verfahren, denn das sah so einladend aus von weitem mit der Brücke und der Kirche hier. Ebermergen, Stadt Harburg, Kreis Donau-Ries. Guck mal, Dorflädle mit Café. Da machen wir direkt noch eine Sightseeing-Tour hier. Verkehrsinformation. Und natürlich geschlossen. Ne? Ist ja klar. Erst werde ich hier angelockt mit Dorflädle, mit Café und ist geschlossen. So ein normaler Wochentag, so ein Dienstag. Wie spät ist das? 13:13 Uhr. Muss man noch die Schilder abdecken. Ich kenne mich mit sowas ja überhaupt nicht aus. Ich weiß, das sind die einzelnen Gilde, also die Handwerkschaften, die verschiedenen Handwerker in so einem Baum. Hier ist auch oben noch ein Weihnachtsbaum oben drauf. Aber die Krone jetzt, was die Puppen, sag ich mal hier, ob das was zu bedeuten hat oder einfach nur schick sein soll. Schick ist es auf jeden Fall. Also jetzt mal ganz ehrlich, Real Talk sozusagen, fand ich jetzt noch was sehenswerter als Donauwörth. Könnt ihr jetzt alle gerne den Kopf schütteln, aber hier so ein kleiner Schlenker neben der eigentlichen Strecke. Tippitoppi. Oh je. Ach, ist das schön, so eine Motorunterstützung. Mit einem normalen Tourenrad bin ich sowas ja früher in Zicke-Zackern hochgefahren. Ne? Mal schön von einer auf die andere Seite, damit die Steigung nicht so steil ist. Jo. Dass du dich wieder verfahren hast, das gibt's doch nicht. Ich hätte mir das Ganze sparen können. Oh Mann! Was ist denn Lux mit mir hier? Gut, dafür gibt es aber eine schöne Aussicht, ne? Hier geht's doch lang. Der Radweg hier und so wie es aussieht, die ganze Straße scheint ja wirklich nagelneu zu sein. Und das lobe ich mir natürlich. Ne? So ein Radweg ist ja immer auch viel sicherer als auf der Straße fahren. Ich muss aber ehrlich sagen, ich habe jetzt noch keine Situation gehabt, wo es wirklich brenzlig wurde, wo es eng wurde. Auch gestern in Augsburg in der Stadt, da sind Autofahrer ja vielleicht schon mal ein bisschen eher auch genervt. Ne? Habe ich vielleicht einfach Glück gehabt oder die Leute sind hier entspannter, ich weiß es nicht. Ich weiß leider nie, wie die Orte dann also heißen, die ich hier sehe. Da müsste ich immer erstmal so Google Maps aufmachen und gucken. Und ich navigiere ja mit meinem Garmin. Und auf dem Garmin stehen keine Ortsnamen, auch keine Flussnamen und sowas. Da ist einfach nur hauptsächlich die reine Route zu sehen. Tja, wo ist das dann? Ne? Kilometer 80 hier heute und herzlich willkommen in Geroldingen, Stadt Harburg-Schwaben, Kreis Donau-Ries. Die Wörnitz. Bin ich jetzt ja die ganze Zeit seit Donauwörth dran lang geradelt. Und jetzt geht es hier anders weiter. Hier auch wieder, ne? Der Maibaum, den ihr hier erblickt, der so wunderschön geschmückt, der dem ganzen Dorf zuziehe, ist das Werk der Jugend hier. Ah, guck mal. Das hat so richtig was von Dorf, ne? Hier hast du die Kirche, den Maibaum, Feuerwehr, Bürgerschützen und Jugendtreff. Also ich muss doch sagen, das Stück der Strecke jetzt hier heute, wo ich durch diese kleinen Orte komme, noch so einen mittelalterlichen Charme haben, diese Maibäume da liebevoll hergerichtet sind, das hat schon was. Das ist ein richtiges Highlight heute hier an der Strecke. Das ist so richtig Entspannung, richtig Urlaub, während ich fahre. So gefällt mir das. Ich hoffe, das geht so weiter. So langsam bekomme ich wieder ein Hüngerchen. Ne? Ist jetzt ja auch schon 14:30 Uhr. Und richtig viel gegessen habe ich ja noch gar nicht. Einen Salat hatte ich, eine Buttermilch, einen Kaffee, eine Leberwurst, das ist auch gut. Leberkäsewegen und eine Brezel. Ist ja nix. Da muss ich gleich mal meine Notfallreserve hier in die Tasche ran, unbedingt. Die nächste Pausenbank ist meine. Merzingen. Selbstverständlich auch in Merzingen ein wunderschöner Maibaum. Ich glaube, die Tour jetzt im Mai zu fahren, war eine richtig gute Idee von mir. Natürlich gepaart mit einer ordentlichen Portion Glück, ne? Bei dem Wetter jetzt hier. Ich fahre hier im kurzärmeligen Hemd rum. Es ist richtig warm. Und ich bin irgendwie immer der Einzige auf den Campingplätzen. Ich weiß ja nicht, ist das überhaupt nicht mehr in, Campingplätze mit einem Zelt zu bereisen sozusagen, solche Radreisen zu machen? Oder bin ich jetzt sozusagen antizyklisch unterwegs. Das allererst im Sommer fahren, wenn es regnet. Ist auch gemein, ich weiß. Danke, lieber Gott. Kilometer 90 und so mittlerweile dürfte die Pausenbank mal kommen. Ich habe ja immer so meine eigenen Theorien. Und meine Theorie, dass jetzt hier keine Pausenbank kommt, die ist folgende. Das ist ja eine sehr viel befahrene Radreisestrecke. Hallo. Und auch wenn jetzt heute nicht so viel unterwegs ist, aber im Prinzip ja schon. Und wenn man jetzt überall so Pausenbänke hinstellen würde, könnten Leute sich ja da hinsetzen und eine Pause machen, was essen. Und wenn man das nicht macht, dann müssen die Leute sich ja da hinsetzen, in den Orten, wo eine Gastronomie ist. Und um die Gastronomie zu unterstützen, hat man einfach zwischendurch keine Bank hingestellt. So wird das sein. So eine Bank habe ich jetzt hier nicht gefunden, aber jetzt wird es allerhöchste Zeit und darum gibt es jetzt hier meine Notfallreserve an Kohlenhydrate, nämlich die gute Landjägerwurst und Kripsbonbons. Das passt doch gut zusammen. Jetzt kommt gleich für heute das letzte historische Highlight, und zwar Nördlingen. Nördlingen hat ja auch eine historische Altstadt, aber hier hat ja alles eine historische Altstadt. Und da bin ich mal gespannt, was ich da gleich so vor die Linse bekomme. Ja, Kilometer 98, herzlich willkommen. Nördlingen. Stadt Nördlingen habe ich jetzt hinter mir gelassen. Und ich war da gerade noch einkaufen in so einem kleinen Supermarkt in der Altstadt. Und da habe ich was gesehen, was mir gar nicht so gut gefällt. Ich hätte fast schon gesagt, ein Defekt am Fahrrad. Schauen wir uns gleich mal an. Ich radel erst eben zum Campingplatz, das sind noch 6 Kilometer. So lange soll es wohl noch halten. Und hier auch wieder so ein schöner Maibaum. Ich habe jetzt ja nicht mitgezählt, wie viele von diesen herrlichen Ortschaften hier ich heute gesehen habe. Aber ich bin von der Gegend jedenfalls schwer beeindruckt. Ich freue mich. Ja. So, die letzten Höhenmeter hier. Campingplatz Ringlesmühle. Da freue ich mich. Ich bin noch richtig früh. 16:18 Uhr. Habe ich noch richtig Urlaub gleich. Ich habe mich jetzt kurz angemeldet. Hier 15,50 € kostet der Spaß für meinen Privatcampingplatz hier. Mit Hütte. Und hier ist der Stromanschluss. Ich habe da 10 Meter Kabel dabei. Und Wettervorhersage, richtig starker Regen. Da freue ich mich doch. Ne? Zelt stelle ich jetzt mal noch schnell auf, ein bisschen in die Sonne, damit es trocknen kann. Da muss ich mal gucken, ich muss es ja nicht festmachen, wo ich es dann hintrage, ob ich es eventuell, wenn es mir zu blöd wird, dann auch in die Hütte trage, müsste ja reinpassen. Ne? Also mal schnell noch die Sachen trocknen. Das Zelt habe ich jetzt mal auf links gerät in die Sonne gestellt. Das ist noch das Kondenswasser von der letzten Nacht. Und jetzt sage ich einmal eben mein Sorgenkind, was ich unterwegs festgestellt habe. Und zwar mein Frontgepäckträger, den ich so gelobt habe. Und zwar, wenn man mal schaut, er wackelt. Er ist auch wohl ein bisschen runtergerutscht. Das ist hier auch, da sieht man es, ne? Und ich will das mal gar nicht jetzt dem Frontgepäckträger an sich in die Schuhe schieben oder auch nicht der Last, der statischen Last, also was ich in die Taschen gepackt habe, sondern eher der dynamischen Last, so wie ich fahre. Dass es halt sehr viel Schotterwege hier sind, auch mal Kanten rauf und runter. Das gibt ja schon immer Schläge, dass man dann punktuell eine ziemlich starke Belastung auf den Träger hat. Und dass ich die natürlich so handfest angezogen habe, dass ich sie nicht kaputt mache. Denn alte Handwerkerweisheit, nach fest kommt ab. Und das wollte ich ja nicht. Aber das nützt mir jetzt nichts. Ich muss das Ding ja irgendwie flicken. Und sonst habe ich zur Not auch noch eine Packung Kabelbinder dabei. Damit geht ja immer alles. Ich habe ja ein Multitool dabei. Von daher löse ich jetzt erstmal die Schrauben, die das Ganze hier ein bisschen auf Spannung bringen. Damit die Klettbänder halt richtig auf Spannung sind. Damit es. Oh, Schraube ist locker. Ah, guck mal. Dann erklärt sich das Ganze auch, ne? Wenn ich eine Schraube locker habe. So. Wenn ihr direkt wissen wollt, ob es die nächsten Tage gehalten hat, dann guckt in die Videobeschreibung, ob noch ein Link dafür für den Frontträger da ist. Wenn nicht, dann nicht. In der Gebrauchsanweisung stand, bis die Metallplatten, die kann man hier sehen, die könnt ihr jetzt nicht sehen. Mit der GoPro kriege ich keine Aufnahme hin, sich ein bisschen biegen, aber nicht zu sehr durchbiegen. Ich habe jetzt hier noch einen neuen Schutz draufgeklebt. Der war auch abgegangen. Das sind die guten Möbelgleiter von Ikea. Geht eigentlich immer, ne? Dass nichts dagegen klopft. Zeltaufbau bin ich natürlich auch schon am Start. Ich habe es auch schon aufgemacht. Und zwar ein Fürstenhell, Fürst Wallerstein. Zelt ist aufgebaut. Ist ja schon so ein bisschen windig. Ist auch ganz schnell getrocknet. Und hinten im Hintergrund seht ihr auch hier die Familie, die das hier betreiben. Wunderbar, wunderbar gepflegt. Ich bin jetzt nicht der einzige Gast auf dem Campingplatz, da stehen auch Wohnmobile. Aber heute der einzige auf der Zeltwiese. Ne? Dann ist ja immer schwierig, welchen Platz nimmst du da? Du musst noch eine Ecke frei, das ist ja kein Problem. Und jetzt suchst du natürlich die ebenste Stelle. Möglichst keine Senke, wo kein Wasser reinläuft und so weiter. Und versuchst das dir irgendwie so gemütlich wie möglich zu machen. Ich hatte auch jetzt überlegt, wirklich das Zelt hier runter aufzubauen. Passt auch super dahin, neben das Fahrrad. Aber das sind so kleine Steinchen, die Kieselsteinchen, so mit scharfkantige, so Split. Und den kriege ich so nicht weg mit dem Fuß. Und wollte auch nach dem Besen fragen und hier groß Theater machen. Und darum dachte ich mir, lieber nicht riskieren, dass meine Luftmatratze da Schaden nimmt. Und von daher halt die Wiese. Wenn es regnen sollte, kann ich es ja morgen früh hier runtertragen und dann trocken schütteln. Mittlerweile gleich 20 Uhr. Ich habe auch schon mächtig Hunger und habe mir eine Kleinigkeit hier zubereitet. Nudeln. Das ist nämlich das, was mir die letzten Tage so ein bisschen gefehlt hat, hier Kohlenhydrate. Wenn ich mal drüber nachdenke, ich habe mir morgens mein Brötchen beim Bäcker geholt. Und gestern habe ich mir, okay, Maultaschen ist ja auch eine Art von Nudel, aber halt wenig Kohlenhydrate eigentlich, was ich da gestern gegessen habe. Und vorgestern muss ich mal nachdenken, ach, da war ich ja essen, Paprikaschnitzel mit Pommes. Am Via Claudia Campingplatz, das ist jetzt ja auch nicht so kohlenhydrathaltig, alles eher fettiges Essen. Von daher jetzt mal Nudeln. Und ich habe heute schon gemerkt, Tag 3, das geht so an die Energiereserven. Ich mache jetzt hier nicht schlapp, das jetzt nicht. Aber ich fahre jetzt ja nicht so regelmäßig, dass ich jeden Tag so lange Strecken fahre. Heute waren es 105 Kilometer in 6,5 Stunden Fahrzeit. Und das waren so 650 Höhenmeter. Morgen wird die Strecke ähnlich lang sein, aber nochmal 200 Höhenmeter mehr. Und von daher brauche ich ein bisschen Power. Ne? Auf jeden Fall werde ich, denke ich mal, hier einen erholsamen Schlaf haben. Ganz alleine hier auf der Zeltwiese. Regen ist vorhergesagt, habe ich ja schon erwähnt. Schauen wir mal, ob das auch wirklich eintrifft und wie stark der wird. Ist dann halt so, wenn man im Zelt unterwegs ist im Mai. Sowieso kann man sich ja nicht beschweren. Ich beschwere mich auch nicht. Heute die Eindrücke. Super, ne? Das, was man sich so vorgestellt, was ich mir vorgestellt habe, romantische Straße, so eine Radfahrt durchs Mittelalter und die Ortschaften da mit den Maibaum so schön geschmückt, das hast du ja auch nur im Mai, ne? Wenn du im Sommer so eine Tour machst, wirst du das so nicht haben. Von daher denke ich, für mich alles richtig gemacht. Wie gesagt, morgen geht es weiter, da fahre ich nach Münster, aber nicht das Münster, wo ich herkomme, bei mir zu Hause, ein anderes Münster. Ich habe jetzt den beiden Namen vergessen. Jedenfalls auf dem Weg nach Würzburg und übermorgen soll ich dann wohl in Würzburg ankommen. Denken wir schon mal so gegen Mittag. Und dann ist die romantische Straße zu Ende gefahren. Und da muss ich mal schauen. Habe ich mir jetzt noch, ich habe mir schon einen Kopf gemacht, klar. Ob ich lang fahre, ob ich so lang fahre oder so lang fahre, ist auch eine Wettergeschichte. Je nachdem, wie das Wetter wo ist und wie ich da dann natürlich auch so drauf bin. Also gar nicht mehr lange schnacken jetzt hier. Vielen Dank fürs Zuschauen, auch bei dieser Folge. Wir sehen uns dann morgen wieder. Ihr seht mich morgen wieder. Alles klar, bis dahin. Tschüss, euer Spobo.